Hallo zusammen zur Statistik. Wir sind noch ein bisschen so im Wiederholen, Einführen des Ganzen und hatten uns letztes Mal damit befasst, naja, was ist denn eigentlich grundsätzlich eine Zufallsvariable, zum Beispiel anhand eines Würfelspiels. Und dann haben wir aufgeteilt in stetige beziehungsweise diskrete Variablen, dort nochmal eine Wiederholung. Was ist denn eigentlich nochmal ein Erwartungswert und die Varianz definitorisch gewesen, sowohl im diskreten als auch im stetigen Fall? Wie rechnen wir damit grundsätzlich? Da sollte man sich wirklich merken, dass der Erwartungswertoperator eben linear ist. Das heißt, wenn wir hier eine lineare Transformation machen, dann zieht sich die Verschiebungskomponente eben nach draußen und der multiplikative Faktor, den können wir dann multiplikativ auf den Erwartungswert multiplizieren. Bisschen im Gegensatz oder etwas anders bei der Varianz. Dort haben wir grundsätzlich die Quadrierung, also die mittlere quadratische Abweichung. Da zieht sich ein konstanter Faktor quadratisch heraus. Und naja, wenn ich alle Werte um den gleichen Wert verschiebe, dann ändert sich natürlich auch nichts an der Streuung, sondern mein Bild hat sich damit einfach nur verschoben um zum Beispiel einen Wert von 100. Und damit ändert eine solche Translation nichts an der Varianz. Grundsätzlich ist die Statistik so aufgebaut auf Axiomen, dass wir erstmal sagen, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass etwas eintritt, größer gleich 0 sind. Wenn wir unseren gesamten Entscheidungsraum angucken, dann ist die Wahrscheinlichkeit dieser Gesamtmenge aller möglichen Ereignisse 100%. Und wir definieren, dass die Vereinigung von zwei Ereignissen die Wahrscheinlichkeit gleich die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten ist, wenn die Schnittmenge leer ist dieser beiden Ereignisse. Daraus konnten wir dann ein paar Regeln ableiten für Wahrscheinlichkeiten und haben nochmal, das am Ziegenproblem hatten wir das ja schon gemacht, uns mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und insbesondere dem Bayesian Theorem auseinandergesetzt und dazu ein paar kleine Aufgäbchen gerechnet, dass wir da in dem Sinne wieder warm werden und haben dann noch die totale Wahrscheinlichkeit eingeführt, dass wir in dem Sinne ein Ereignis bedingt aufteilen können auf vorher definierte Einzelereignisse und dass die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Ereignisses dann die Summe der bedingten Wahrscheinlichkeiten ist mal die Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse. Und auch dazu haben wir ein kleines Beispiel gerechnet, wie auch für das Bayesche Theorem, wo da dann eben insbesondere dabei herauskam, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln sollte, insbesondere bei Ereignissen, die sehr geringe Wahrscheinlichkeiten haben, hier diese 0,1, dass wenn man dort dann eine statistische Erhebung dazu macht, wo man erstmal denken könnte, ja, okay, 98% Erfolgswahrscheinlichkeit, umgangssprachlich gesprochen, das ist doch sehr, sehr gut, dass wir hier dann aber eben aufgrund dieser niedrigen Wahrscheinlichkeiten diese deutliche Zunahme haben, dass wir eben aus unserem gemessenen Ergebnis eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit gegenüber der Ausgangswahrscheinlichkeit von einem Promille hatten. Ja, dann möchte ich heute mit Ihnen nochmal wiederholen, gängige Verteilungen, die Sie aller Voraussicht nach auch in den Grundvorlesungen schon gehört haben. Und ja, die einfachste ist in dem Sinne unser klassisches Münzexperiment, was wir nehmen. Also ich werfe eine Münze hoch und dann kommt Kopf oder Zahl.
Oder im Allgemeinen, ich sage, es gibt eben zwei mögliche Ereignisse bei meinem Experiment, nämlich, dass ich erfolgreich bin oder nicht erfolgreich. Und das modelliere ich dann häufig auch damit, dass ich sage, den Wert, den ich dem Erfolg zuordne, der ist 1, und wenn ich nicht erfolgreich bin, habe ich meinen Wert 0. Und dann frage ich mich, wie entwickeln sich dann die Wahrscheinlichkeiten, wenn ich ein solches Experiment immer weiter iteriere, also ganz häufig hintereinander durchführe. Zum Beispiel beim Münzwurf 5-mal hintereinander. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 5 Münzwürfen ich 3-mal Kopf habe? Zum Beispiel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf bei 5 Würfen 3-mal Kopf zu erhalten? Ups, habe ich die Aufnahme eigentlich gestartet? Und hier nehmen wir jetzt eben an, dass jeder einzelne Münzwurf unabhängig ist von dem vorherigen. Und da werden intuitiv dann wirklich häufig Fehler gemacht, dass wir sagen, naja, wenn ich schon 9-mal geworfen habe und 9-mal Kopf gekommen ist, dann muss doch jetzt endlich mal Zahl kommen. Nein, natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit beim 10. Wurf wieder 50-50, dass Kopf oder Zahl kommt. Und grundsätzlich muss das natürlich nicht nur der Münzwurf bei einer fairen Münze mit 50-50 sein, sondern ich kann mir natürlich hier auch Experimente vorstellen, wo ich sage, der Erfolg tritt mit 10% ein. Naja, und dann muss die Gegenwahrscheinlichkeit, Anwendung unserer Axiome und Regeln, grundsätzlich gerade 1 minus dieser Erfolgswahrscheinlichkeit sein. Ja, wie sah dann diese Binomialverteilung aus? Das schreibt man als x ist binomial verteilt, PNP. Das heißt, das hier ist die Anzahl der Wiederholungen und das ist unsere Erfolgswahrscheinlichkeit. Was bedeutet jetzt diese Schreibweise? Die bedeutet, dass wenn x gleich k und k ist die Anzahl meiner Erfolge. In meinem Beispiel gerade eben wäre k gleich 3 und n wäre gleich 5. Dass ich diese Wahrscheinlichkeit schreiben kann als n über k mal die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, wie häufig ich geworfen habe, mal die Gegenwahrscheinlichkeit, dass ich nicht erfolgreich war und die dann eben potenziert mit der Anzahl, dass ich nicht erfolgreich gewesen bin. Und das ist gerade n minus k. Also Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich gewesen zu sein, und das ist Anzahl nicht erfolgreich gewesen.
gewesen zu sein. Ja, und dann kann man formal zeigen, wenn ich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung zugrunde lege, wie hoch ist dann der Erwartungswert meiner Zufallsvariable? Die ist gerade n mal p und die Varianz ist n mal p mal die Gegenwahrscheinlichkeit. Also das mache ich jetzt nicht noch mit Ihnen, das formal zu zeigen, das ist dann in Grundvorlesung. Aber diejenigen, die Einführung in die Statistik gesehen, schon, ups, das muss ich ein bisschen größer machen hier, müssen Sie mir Bescheid geben. Hoppala, na, was immer. Können Sie natürlich nichts sehen. Und das muss noch weg hier. So. Yep. Also, wir werfen unsere Münze in dem Sinne n mal, 10 mal. Und dann fragen wir uns, was ist die Wahrscheinlichkeit, dreimal erfolgreich gewesen zu sein? Das wäre, ich gebe dieses k mit 3 vor. Naja, wenn ich 5 mal geworfen habe und gesagt habe, ich frage mich nach der Wahrscheinlichkeit, dass ich dreimal erfolgreich meinetwegen Kopf ist, dann ist 5 minus 3, also n minus k Würfe, bei n minus k Würfen im Allgemeinen soll dann eben Zahl gefallen sein. Okay? Naja, und das hier vorne. Das ist der sogenannte binomialkoeffizient. Den haben Sie hoffentlich auch schon mal gemacht. Das heißt, wenn ich dreimal erfolgreich sein möchte bei 5 Mal, was gibt es dann für Möglichkeiten, dass die ersten 3 Würfe schon Kopf ergeben haben oder der erste und der dritte und vierte, der erste und der vierte und fünfte. Das sind alles Möglichkeiten, dass ich 3 mal aus 5 Würfen erfolgreich gewesen bin. Und jetzt möchte ich wissen, wie viele sind das denn? Ja, und das kann ich dann aus der Kombinatorik heraus über den Binomialkoeffizienten bestimmen. Und der ist definiert. Weiß das noch jemand? Ja, das sind eben so ein paar blöde abstrakte Schreibweisen in der Mathematik, dass wir nicht so viel schreiben müssen. Das ist n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Was bedeutet n Fakultät mit diesem Ausrufezeichen dahinter? Jawohl. Genau, oder ich schreibe es gerne umgekehrt, dass ich sage 1 mal 2 mal 3 mal n. Also die Zahlen von 1 bis n aufmultipliziert. Das ist die Definition, das ist letztlich einfach nur eine Kurzschreibweise. Also machen wir hier ein Beispiel. 3 Erfolge bei 5 Würfen wäre dann 5 über 3 ist 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 5 minus 3 Fakultät wäre dann 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 geteilt durch 1 mal 2 mal 3. Mal 1 mal 2, weil 5 minus 3 natürlich 2 ist. Und dann sehen wir, dann kann ich das hier herauskürzen und die 2 kann ich mit der 4 kürzen. Und dann wären das 10. Das heißt, es gibt 10
Möglichkeiten, dreimal erfolgreich zu sein bei 5 Würfen. Ja, oder um es Ihnen nochmal hinzuschreiben, was gibt's? Ich könnte zum Beispiel sagen, das wäre dann 1, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter und so weiter. Und dann stelle ich eben fest, dass ich diese drei Einser auf 5 Felder 10-mal verteilen kann. Macht es bei dem einen oder der anderen von Ihnen Klick, dass Sie das schon mal gesehen haben? Eigentlich sollte man sowas auch in der Schule gesehen haben. Aber da erfährt man mittlerweile, dass wir die Mathematik so extrem zusammenstreichen, dass einem schon Angst und Bange werden kann, was da hinten rauskommt. Okay, auf der nächsten Seite haben wir noch mal ein kleines Beispiel dazu. Das jetzt mit Ihnen, jetzt muss ich sehen, da habe ich wieder mein Bild hier nicht rein. Warum eigentlich nicht? Dass ich weiß. Dass Sie mich sehen. Passt das alles soweit? Ja, und da helfen Sie mir jetzt. Wie viele Möglichkeiten gibt es bei 10 Würfen eines Würfels dreimal eine 6 zu bekommen? Da muss ich also jetzt diese Formel hier anwenden. Kann ich eigentlich mal rausklauen. So, der erste Transfer in dem Sinne ist jetzt aus diesem Satz heraus, sich zu überlegen, was ist mein K, was ist mein N und so weiter. Jawohl, also n gleich 10. Wieder schreiben. N gleich 10. Dann brauche ich noch ein K. Die Anzahl erfolgreich zu sein. Jawohl. Was ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein? Also eine 6 zu würfeln. Wir gehen natürlich von einem fairen Würfel aus. Jo, ein Sechstel. Also setzen wir ein. P von x gleich 3 ist damit 10 über 3 mal ein Sechstel
hoch 3 mal 1 minus 1 Sechstel hoch 10 minus 3. Und das ist dann 10 Fakultät durch 3 Fakultät. Jetzt lassen Sie mich gleich abziehen. 10 minus 3 sind 7. 7 Fakultät mal, dann machen wir hier ein Sechstel hoch 3. 1 minus 1 Sechstel sind 5 Sechstel. Das ist 5 mal 1 Sechstel, also 1 Sechstel hoch, ups, da hinten keine 7, sondern eine 3 natürlich. Entschuldigung. Hoch 7 mal 5 hoch 7. Wenn wir das zu Fuß weiterrechnen, dann haben wir hier 8 mal 9 mal 10 durch 1 mal 2 mal 3 mal 5 hoch 7 geteilt durch 6 hoch 10. Ja, Potenzregeln. Ein Sechstel hoch 3 mal ein Sechstel hoch 7 sind ein Sechstel hoch 10. Habe ich mir da was hingeschrieben? Ups, das heißt, das können wir noch kürzen mit der 3 und das wären hier 5. Wenn wir das alles einsetzen und mal in den Taschenrechner eingeben, dann kommt da nach meiner Rechnung 15,5% heraus. Mal gucken, kriege ich das schnell hier ran? Ich glaube, das war doch so. Anzahl der Erfolge, halt, das sehen Sie noch nicht, ne? Ja. Anzahl der Erfolge wären 3. Anzahl der Versuche wären 10. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit wäre 1 geteilt durch 6. Und dann wollen wir die Wahrscheinlichkeit haben und kriegen 15,5% heraus. Ich schreibe mal da rein. Wahrscheinlichkeit. Ups. Jetzt stürzte mir jetzt ab. Das. Och nee. Da gehen wir da nochmal rein. Gucken, was er gerade gemacht hat. Da wollte er irgendwie nicht. Doch, da haben wir es noch. Also, das wäre die Wahrscheinlichkeit.
3 10 Würfen 3 mal eine 6 zu würfeln. Okay, das wäre also die erste Aufgabe. Dann machen wir die zweite Aufgabe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Mensch, ärgere dich nicht. Ich denke, Sie kennen alle das Spiel. Herauszukommen. Was dürfen Sie, wenn Sie ganz am Anfang würfeln, beim Mensch, ärgere dich nicht machen, wenn alle vier Männchen im Häuschen sind? Was brauchen Sie dafür, um rauszukommen? Ja. Man darf dreimal würfeln. Ja? Und jetzt fragen wir uns, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Naja, und da müssen wir jetzt ein bisschen das zusammennehmen, was wir hier auch für diese Binomialverteilung und solch ein einfaches 0-1-Experiment gesagt haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des ersten Ereignisses, dass ich beim ersten Mal rauskomme? Also, da hätten wir Wahrscheinlichkeit. Beim ersten Mal eine 6 zu würfeln. Das wäre ganz schwierig, eine 6 zu würfeln mit dem ersten Wurf. Dem Sinne P1 wären dann. Ja. Ein Sechstel. So. Das zweite, wenn ich das zweite Mal würfel, ist das unabhängig davon. Was gilt aber, wenn ich beim ersten Mal gewürfelt habe, dann würfel ich kein zweites Mal mehr, denn dann habe ich ja mein Männchen rausgestellt. Also, überhaupt ein zweites Mal zu würfeln. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit wie hoch? Die Wahrscheinlichkeit ein zweites Mal zu würfeln und dabei eine 6 zu würfeln. Die ist jetzt was? Die setzt sich jetzt eben zusammen. Aus der ersten Wahrscheinlichkeit, dass ich erst überhaupt ein zweites Mal würfel. Wann würfel ich ein zweites Mal? Ja. Genau. So. 5 Sechstel mal. Der erste Wurf ist unabhängig von vom zweiten, also multipliziere ich, kann ich diese beiden Ereignisse, nämlich dass ich überhaupt ein zweites Mal würfel und beim zweiten Mal eine 6 würfel, miteinander multiplizieren. Unabhängigkeit. Jetzt muss ich aber noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim zweiten Mal eine 6 würfel, berechnen. Oder nicht berechnen, sondern mich fragen, wie hoch ist die? Wieder ein Sechstel. Das wären dann also 5 36.
Naja, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie das Ganze weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, ein drittes Mal zu würfeln und dabei eine 6 zu würfeln, ist P3 gleich, und da helfen Sie mir wieder. Also die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Wurf keine 6 zu haben, ist 5 Sechstel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Wurf auch keine 6 zu haben? Unabhängiges Ereignis vom ersten Wurf. Ja? Auch 5 Sechstel. Also sind das wieder zwei Ereignisse, die sind unabhängig voneinander. Also 5 Sechstel mal 5 Sechstel. Jetzt würfel ich das dritte Mal mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 36. Würfel ich überhaupt das dritte Mal? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass dabei eine 6 rauskommt? Wieder ein Sechstel. Das ist wiederum unabhängig von den vorherigen. Also mal ein Sechstel und kriegt damit 25 200 Sechzehntel heraus. Dann haben wir Wahrscheinlichkeit bei Mensch ärgere dich nicht beim ersten Mal heraus zu kommen, ist P gleich ein Sechstel plus ein Sechstel mal 5 Sechstel plus ein Sechstel mal 5 Quadrat durch 6 Quadrat. Und das sind dann tatsächlich ungefähr 42%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal überlegt hatten. Kann man nicht lesen? Doch, oder? Halbwegs. Bitte? Mitunter sagen dann manche, das ist ein bisschen überraschend, dass das fast 50-50 ist, dabei rauszukommen. Aber so ist es nun mal. Okay, dann machen wir noch die dritte Aufgabe. Die mal rausnehmen. Bisschen mehr Platz haben. Und machen das Ganze ein bisschen kleiner. So. Wir nehmen an, dass wir viermal eine Lotterie spielen. Jedes Mal können wir uns vorstellen, dass es Lose ziehen. Wir kaufen vier Lose. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit soll 20% sein.
Erstens müssen wir erkennen, das ist ein sogenanntes Binomialexperiment. Experiment mit n gleich wie viel? Wie oft Zimmerlose? Das sind unsere 4 mal 10 und der Erfolgswahrscheinlichkeit p gleich 0,2. Was ist der Erwartungswert und was ist die Standardabweichung? E von x, gehen wir vor, in unsere Definition bzw. die Rechenregeln dazu. Wir haben E von x gleich n mal p. Ich kopiere gleich mal beides rüber. Also der Erwartungswert ist hier. 4 mal 0,2 sind 0,8. Okay. Was ist die Standardabweichung? Was war die Standardabweichung nochmal? Das war die Wurzel aus der Varianz von x. Wäre dann ja, auch nur einsetzen. Da bin ja hier die Formel für die Varianz hingegeben. Naja, das ist dann die Wurzel aus 4 mal 0,2 mal 1 minus 0,2. Und das sind dann Wurzel aus 4 mal 1 Fünftel mal 4 Fünftel sind 16 25stel. Wenn wir das auf 100 nehmen, sind das 4 mal 16 durch 100, 0,64. So, was ist die erwartete Auszahlung, wenn unser Los, wenn wir ein Gewinnlos haben und dann 10 Euro bekommen? Was wenden wir dafür an? Das, was wir vorher mal beim Erwartungswert gemacht haben, nämlich der Erwartungswert ist eine lineare Transformation.
Also das hier wäre A. Und jetzt kommen wir zu B. Da haben wir dann eben, was ist der Erwartungswert von 10 mal x? Und da wissen wir, da können wir die 10 multiplikativ nach vorne schreiben. Also 10 mal der Erwartungswert von x ist 10 mal 4 mal 0,2, wären also 8 Euro, die wir da gewinnen können. C. Was ist die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal zu gewinnen? Was brauchen wir dafür wieder? Naja, wieder unsere Binomialverteilung. Wo hatten wir die? Da hatten wir die. Klaue ich mir wieder. Das heißt, diese allgemeine Formel müssen wir jetzt anwenden. Was müssen wir wieder für n, k und p einsetzen? Genau. Wunderbar. Also x gleich 2 ist gleich 4 über 2 mal 0,2 hoch 2 und 1 minus 0,2 hoch 2 wird dann also 1 mal 2 mal 3 mal 4 geteilt durch 1 mal 2 mal 1 mal 2 und ist dann ein Fünftel hoch 4 mal 4 Fünftel, also 4 ins Quadrat. Können wir das und das kürzen und kriegen dann 6 mal 4 ins Quadrat durch 5 hoch 4. Gucken, ob ich das alles noch im Kopf kann. 6 mal 16 sind 96 und 5 hoch 4 sind 625, oder? Und das sind 100 durch Ding müssten also so etwas weniger als 20% sein. Das habe ich hier ausgerechnet, ungefähr 15%. Oder machen wir das hier auch rein. Das kopieren wir mal. Und das wäre jetzt eben zweimal erfolgreich sein. Bei 4 Würfen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin, ist ein Fünftel, 20%. 15,36, ein Glück. Wahrscheinlichkeit bei 4 Losen zweimal zu gewinnen
bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,2 pro Los. So, was haben wir da noch? Jetzt frage ich noch was ganz Böses. D. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mindestens 3 Nieten gezogen haben. Da muss ich jetzt ein bisschen was umbauen. Die gleiche Formel natürlich anwenden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau 3 Nieten gezogen habe? Wie kommen Sie darauf, dass Sie 85? Was haben Sie dafür gemacht? Das ist aber exakt zweimal, ne? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, hier ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ich entweder 3 Nieten oder 4 Nieten gezogen habe. Naja, jetzt rekurriere ich auf das in dem Sinne, wo ich einen Haken hinter das Ergebnis mache, das eine Niete ist. Na, und dann muss ich gerade mein P umdrehen. Ich sage jetzt ja, wenn ich die 4 Lose habe und bei 3 davon verloren habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein verlorenes Los gezogen habe, sind jetzt 80%, gerade die Gegenwahrscheinlichkeit. Also muss ich jetzt rechnen. 4 über 3 mal 0,8 hoch 3 mal, und jetzt ein Los davon kann noch gewonnen haben, also 0,2 hoch 2, hoch 1. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, genau 3 Nieten zu haben. Und jetzt muss ich eben noch die Wahrscheinlichkeit berechnen, 4 Nieten zu haben. Also plus 4 über 4 mal 0,8 hoch 4, und der Vollständigkeit halber schreibe ich es aber hin, 0,2 hoch 0. Eine Zahl hoch 0 ist 1, hätte ich auch weglassen können, aber nicht, dass Sie sich dann fragen, wo ist denn die Gegenwahrscheinlichkeit geblieben? Also Wahrscheinlichkeit vier Nieten gezogen zu haben, und da kommt etwa 81% heraus. Und gucken wir mal, was der hier sagt. Da nehmen wir jetzt wieder unsere Formel. Verkehrt. Jetzt haben wir
Anzahl der Nieten, das wären 4 bei 4 Versuchen. Jetzt haben wir 0,8 als Wahrscheinlichkeit. Und das wäre, ob. Bei 4 und das Ganze mit den Dreien und die beiden aufsummiert. Das plus das, das sind sogar 82%, habe ich falsch gerechnet. 3 und 4 und das ist 4 und 4. Dann machen wir da eine 82% draus. Wahrscheinlichkeit bei 4 Losen. Mindestens 3 Nieten gezogen zu haben bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit pro Los von 0,2. Das stimmt dann noch. Dann machen wir das auch noch klein. Gut, das mal zur Wiederholung der Binomialwahrscheinlichkeit. Dann hatten wir vorher schon mal unterschieden zwischen stetigen und diskreten. Die Binomialverteilung ist natürlich eine diskrete Verteilung. Wenn wir übergehen, das hatten wir vorher schon mal gemacht, zu einer stetigen Variable. Und wir uns dann fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable in einem gewissen Intervall liegt, dann müssen wir eben von der Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Dichtefunktion übergehen. Das ist unsere Dichtefunktion und von der Summation, das, was wir eben gemacht haben, zum Integral. Und jetzt müssen wir aufpassen an der Stelle. Da wird häufig immer mal ein gewisser Fehler gemacht. Der Wert der Dichtefunktion selber, den können wir jetzt nicht als Wahrscheinlichkeit interpretieren. Denn wir haben jetzt ja hier überabzählbar unendlich viele Möglichkeiten auf einem Intervall. Denn auf einem Intervall gibt es überabzählbar unendlich viele Ereignisse, beziehungsweise können wir sagen, wenn wir jetzt genau auf einen Punkt möchten, also A und B die Grenzen des Intervalls gleich sind, dann liegen die übereinander und damit wird dann die Fläche eben tatsächlich 0. Also, das können Sie sich merken, die Wahrscheinlichkeit bei einer stetigen Zufallsvariable, dass diese Zufallsvariable genau einen Wert trifft, die ist tatsächlich
gleich 0. Klingt ein bisschen komisch, aber hat dann was mit Topologie und Maßtheorie zu tun. Das sind dann sogenannte Nullmengen, aber mehr möchte ich an der Stelle dazu nicht sagen. Was aber genauso gilt wie bei der diskreten Verteilung ist, dass eben das Integral über den gesamten Wahrscheinlichkeitsraum eben auch wieder meine 100% ergeben soll. Das ist vergleichbar mit unserem ersten Axiom, was wir gehabt haben. Da nochmal die Frage, die Einführung gemacht haben, Dichtefunktionen oder sowas haben Sie schon getan, gehabt. Dichtefunktionen haben Sie schon mal gesehen in einer Einführungsvorlesung. Denke schon. Ne? Aber um das ein bisschen konkreter zu machen, das ist jetzt ja auch im Schnelldurchlauf alles, gehen wir eben mal zu einem Beispiel hin. Der Michael ist also etwas zu spät in die Statistikvorlesung gekommen und wir, ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier direkt eigentlich einen Zufallstreffer haben, und wir uns sagen, dass diese Verspätung eben mit folgender Dichtefunktion modelliert werden könnte, nämlich f von x ist gleich 0 kleiner gleich x kleiner gleich 4, könnten wir sagen, das wären unsere 4 Minuten. Null ansonsten, das heißt, wir betrachten nur dieses 0 bis 4 Minuten und dann mit a minus ein Achtel mal x. Jetzt müssen wir uns erstmal sagen, hier habe ich noch so ein Parameter reingeschlichen. Was repräsentiert dieser Parameter letztlich? Beziehungsweise, wie können wir diesen Parameter bestimmen? Da gehen wir eins zurück. Was muss für das Integral über den gesamten Wahrscheinlichkeitsraum gelten, dass wir dann bei 100% landen? Also müssten wir hier sagen, 1 ist gleich das Integral. Wir wissen, die Funktion ist überall 0, außer zwischen 0 und 4. Dann können wir uns natürlich das Minus unendlich bis Plus unendlich sparen, sondern können sagen, wir gucken nur den Bereich, wo sie ungleich 0 ist, an, also das Integral von 0 bis 4 über a minus ein Achtel x dx muss gleich 1 sein. Ja, und dafür müssen wir jetzt die Stammfunktion beziehungsweise dieses Integral auswerten. Was ist das Integral über eine Konstante? A ist jetzt ja irgendeine feste Zahl. Integral 3 dx. Zum Beispiel Integral über von a bis b, oder machen wir nicht a bis b, weil wir da ein a haben. Oder nehmen wir das konkret 0 bis 4 a mal dx. Also welche Funktion abgeleitet ergibt eine Konstante a? Naja, das ist die Funktion a mal x in den Grenzen von 0 bis 4.
3 mal x abgeleitet nach x ist 3. A mal x abgeleitet nach x ist a. Also f von x gleich ax, dann ist f' von x gleich a. Haben Sie irgendwann mal gemacht, oder? So, was ist das Integral über 0 bis 4? 1 Achtel mal x dx. Welche Funktion abgeleitet ist gleich 1 Achtel x? Lassen wir die Achtel mal weg. Welche Funktion abgeleitet ist x? Genau. Ne? Und dann müssen wir es halt noch mit einem Achtel durchmultiplizieren. Dann haben wir ja den Achtel mit dabei. Also können wir hier sagen, sehr schön, ist gleich ein Sechzehntel mal x Quadrat in den Grenzen von 0 bis 4. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur obere und untere Grenze einsetzen. Also hätten wir hier a mal x, ich schreibe es noch der Vollständigkeit halber hin, plus ein Sechzehntel x Quadrat von 0 bis 4 und dann setzen wir ein. 4 mal a plus 0 mal a plus ein Sechzehntel, minus, sorry, weil es eine 0 ist, habe ich da das unterschlagen. Also obere Grenze minus untere Grenze, ein Sechzehntel mal 4 ins Quadrat minus ein Sechzehntel mal 0 ins Quadrat. Dann kriegen wir 4a plus 1, ups, Entschuldigung, hier habe ich ja noch ein Minus unterschlagen. Ist ja minus 1 Achtel. Da muss ein Minus hin und da muss eine Minusklammer hin. Minus. Und hier ein Minus. Also minus 1 ist gleich 0 und dann kriege ich a ist gleich 1/4 heraus. So, wie sieht das Ganze grafisch aus? F von x wäre jetzt eben mit a gleich 1/4. Das heißt, für x gleich 0 gehen wir bei 1/4 los. Und wo schneiden wir? Die x-Achse. Ein Viertel minus ein Achtel x ist gleich 0 für
Klein Viertel. Dann ist x gleich 2, oder? 2 mal ein Achtel ist ein Viertel. Also wäre das meine Dichtefunktion. Dann wollen wir noch die kumulierte Verteilungsfunktion haben. Die war gegeben als f von x ist gleich Integral von 0 bis x über meine Dichtefunktion. Dass ich da an das x jetzt einen Strich dran mache, ist, dass ich hier keine Verwechslung habe. Also Integral von 0 bis x über ein Viertel minus ein Achtel. X-Strich, die X-Strich. Na gut, und das haben wir ja eben schon gerechnet, mehr oder weniger, als wir das a ausgerechnet haben, dieses Integral. Das heißt, da kriegen wir ein Viertel von 0 bis x minus ein Sechzehntel x-Strich Quadrat. Halt, da kommt auch noch x-Strich dran. Von 0 bis x und das wären dann ein Viertel x minus ein Sechzehntel x Quadrat. Wie sieht das Ding aus? F von x bis x. Das startet offensichtlich hier bei 0. Und dann brauchen wir noch den Wert. Wir kommen bis 2. Wenn wir mal einsetzen. F von 2 wären dann 1/2 minus 2 ins Quadrat sind 4, sind 1/4. Also 1/4. Upsa, jetzt habe ich mich irgendwo verrechnet, oder? Bis 4. Glaube, ich muss das mal hier alles zurückstellen. Ich habe mich ja hier grandios verrechnet. Ein Achtel. X-Quadrat.
Ding. Ne, das stimmt doch eigentlich alles. Muss ja hier auf 1 rauskommen. Viertel. Habe ich meinen Fehler gemacht? Da ist mein Fehler. Hier sehen Sie es. Ich mache mal alles mit Rot durch. Sie sehen, wenn man alles live macht und nicht nur alles abschreibt. An der Stelle darf ich natürlich keine 0 haben, sondern ich muss ja diese 1 hier oben haben. Na? Und dann kriege ich A ist gleich 1/2. Dann haben wir hier A ist gleich 1/2. Das ist 1/2. Und natürlich muss ich ja hier bei x gleich 4. Ich bin ja auf dem Definitionsbereich bis 4. Eigentlich hätte mir das an der Stelle schon auffallen sollen, dass ich hier bis 4 kommen muss. Dann haben wir hier die 1/2, hier haben wir die 1/2 und hier haben wir das 1/2. Und wenn wir das jetzt einsetzen, f von vier müssen wir da dann einsetzen. Das kann ich jetzt mal wegradieren. Dann kriegen wir 4 mal 1/2 minus 4 ins Quadrat durch 16. Dann haben wir glücklicherweise auch das richtige Ergebnis, denn hier hinten bei der kumulierten Verteilungsfunktion muss 1 herauskommen. Und da ist mir das glücklicherweise auch aufgefallen, dass ich irgendwo einen Fehler haben muss. Warum muss bei der kumulierten Verteilungsfunktion am Ende des Definitionsbereichs 100% rauskommen? Naja, da sind wieder unsere Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wir sagen, wenn wir alle Ereignisse angucken, dann muss die Wahrscheinlichkeit davon 100% sein. Also muss ich bei der akkumulierten Verteilungsfunktion natürlich ganz am Schluss am Wahrscheinlichkeitsraum auch bei 100 herauskommen. Also hier haben wir immer die 1. Und jetzt wäre noch meine Frage, solch eine Funktion f von x gleich 1/2 minus 1/16 1/2 x minus 1/16 x Quadrat. Wie sieht die ungefähr aus? Damit ich da jetzt noch zum Abschluss für heute meinen Graphen einzeichnen kann. Was ist das für eine Art von Funktion? Ein halb x minus ein 16 x Quadrat. Na, lassen wir das Ding weg und lassen wir die 16 weg. Dann steht da letztlich nur noch x Quadrat. Das ist eine was für eine Art von Funktion?
Was ist f von x gleich x Quadrat für eine Funktion? Für meinen Großen durfte ich jetzt gerade für 120 Euro einen grafikfähigen Taschenrechner bestellen. Da sage ich mir, dieses Ding wird er genau 5 oder 6 Jahre in der Schule benutzen und danach wird er es fortschmeißen, weil niemand das Ding braucht. Haben Sie jemals Ihren grafikfähigen Taschenrechner wieder benutzt? Nein. Warum? Weil wir das Ihnen in der Statistik wieder verbieten, das Ding zu benutzen. Warum, verstehe ich auch nicht. Bei mir dürfen Sie alles benutzen nachher. Das ist mir wurscht. Ich will ja, dass Sie das Zeug anwenden. Nur solch ein grafikfähiger Taschenrechner, der kann 100.000 Mal weniger als Ihr Handy, wenn Sie sich da eine einfache Mathe-App runterladen. Was allerdings wichtig ist, dass man im Hinterkopf weiß, was tut man denn. Und da wäre es ganz günstig zu wissen, was ist das für eine Art von Funktion. Naja, das ist eine Parabel. Ja. Dann muss man sich überlegen, was wird daraus? Da mache ich ein Minuszeichen davor, dann dreht sich die Parabel um. Dann mache ich noch eine 16 davor. Das heißt, dann wird die insgesamt ein bisschen gestaucht. Wird halt mit 16, mit 1/16 verkleinert. Und dann packe ich noch ein Vorterm von den halb x mit davor. Und das heißt, dann letztlich verschiebe ich das Ganze nach rechts und nach oben. Ich muss hier rauskommen. Ich weiß aber, dazwischen habe ich eine umgekehrte Parabel. Also muss das ungefähr so aussehen. Das ist also eine umgekehrte Parabel. Okay, was wollen wir noch? Den Erwartungswert und die Varianz. Das ist dann Hausaufgabe für Sie. E von x ist das Integral von 0 bis 4 von x, f von x, dx. Und die Varianz, das ist Integral x minus e von x in Klammern ins Quadrat mal f von x dx von 0 bis 4. Können Sie noch ein bisschen integrieren? Polynomfunktionen. Ja, dann bedanke ich mich für heute.